Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für Warframe. Heute mit meiner kleinen Zusammenfassung vom Devstream 159. Aber beginnen tun wir erstmal mit Housekeeping. Dinge, die uns gerne DE erzählen möchte, bevor es wirklich mit dem Spiel selbst an Informationen losgeht. Und als erstes, die ganzen Konsolen-Streams werden quasi zusammengefasst. Also wo es früher Streams gab für die Xbox und dann für die PlayStation und so weiter und so fort, werden zusammengefasst zu Primetime. Und sofern ich mich nicht verhört habe, soll dieser neue Stream eben donnerstags immer stattfinden. Gut zu wissen. Dann gibt es Informationen zur TennoCon 2022. Auch diese wird, wie es aussieht, digital abgehalten werden dieses Jahr. War ja jetzt ein Stück weit abzusehen, möchte ich sagen. Und dann soll es eine Survey noch geben, eine Art von Umfrage, wo wir natürlich unsere Meinung zu dem Stand des Spiels oder was wir so erlebt haben im Spiel kundtun gehen können, was wir auf jeden Fall sollten, gerade wenn wir Kritik haben da dran, nicht wahr? Und sofern ich unter dem Video jetzt keinen Link montiert habe für euch, dann sollte mir vielleicht einer helfen, den zu finden, weil womöglich habe ich ihn allein nicht selber ohne weiteres finden können. Davon mal abgesehen, der letzte Punkt auf der Liste steht, wäre nämlich, die hätten Evage Channel Emotes für Twitch, ne, das war jetzt nicht, was ich wollte. Da, genau, der Testcluster existiert bald wieder. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich auch Vorschauen auf Content, der in Zukunft auf uns zumarschieren wird. Und darüber werden wir jetzt gleich reden. Aber zuerst hat sich DE erstmal Zeit genommen, um nochmal Dinge von The New War nochmal Revue passieren lassen. Das heißt, wir sind ein bisschen nochmal drauf eingegangen und haben das ein oder andere erwähnt und vielleicht an dieser Stelle nochmal gerade der Hinweis, falls einer The New War noch nicht gespielt haben sollte, gibt es wahrscheinlich Spoiler hier drin. Ich habe es jetzt mal gerade gesagt, falls einer sagt, oh, du hast mich gespoilert, muss ich sagen, ja, dann hast du scheinbar diese Warnung jetzt gerade wohl nicht mitbekommen. Wie dem auch sei, auf geht's, erstmal dazu und danach gehen wir noch rein, was in Zukunft vor allem noch passieren soll im Spiel, was wahrscheinlich relevanter ist, aber gut. Gehen wir erstmal darauf ein, was die Devs gesagt haben. Ich fasse mich diesbezüglich auch kurz, weil ich habe genug Videos zum Thema The New War meines Erachtens nach gemacht, obwohl da noch ein paar kommen werden. Also, The New War, aufgesplitten in drei Akte. Der erste, den kennen wir vielleicht, am besten womöglich, ist da, wo wir nämlich die verschiedenen anderen Charaktere spielen. Sei es um den Corporal, sei es Teschen oder den Grenier. So weit, so gut. Mehr oder weniger wollte DE schon mal hier symbolisieren dadurch, dass der Krieg eben zu allen kommt. Diesbezüglich muss noch ein paar technische Veränderungen stattfinden, damit überhaupt manche Cutscenes überhaupt funktioniert haben, beziehungsweise der Übergang von einer Cutscene in zum Beispiel das, was wir wieder spielen gehen können und so weiter und so fort. Mhm. Und im Allgemeinen haben sie halt wiedergegeben, welche Reaktionen sie hatten, also zum Beispiel Streams von Spielern gesehen hatten, die eben in der Questreihe unterwegs waren. Okay. Und sie haben hier nochmal darauf hingewiesen, dass natürlich sehr viel Arbeit alles in allem in diese Questreihe reingegangen ist. Was man durchaus bei der Optik und im Sound und bei Design generell durchaus sehen kann. Wir wären fast rausgerutscht, nur nicht bei der Story. Aber das ist eine andere Geschichte. Und Akt 2 wäre eben die Zusammenfassung, was passiert ist nach dem Krieg. Weil den, wie gesagt, den Hauptkrieg und das alles übernommen worden ist, haben wir effektiv ja nie gesehen. Und vom Feedback her meinten die Entwickler durchaus, dass gerade der Besuch in Fortuna spätestens bei den Leuten klar gemacht hat, was jetzt wirklich passiert ist. Mehr oder weniger, da die Sache durch ist, wir haben verloren und alles ist quasi übernommen worden. Und stimmt, so, wenn man erstmal diesen Singsang da hört, dabei wird einem schon klar, was hier alles gelaufen sein muss. Dann natürlich noch ein kurzer Hinweis, gerade wegen den Archons. Das sind hier die komischen Kollegen, denen wir nach den Kristall aus dem Körper reißen, wenn wir sie gekillt haben. Ja, genau die. Die werden wahrscheinlich in Zukunft nochmal wiederkommen. Zumindest meinte einer der Devs, weil er sagte dann, die waren so interessant, die müssten natürlich angepasst werden für Warframes, weil auch in der Questreihe konnte man ja sehen, spätestens wenn man den letzten halt gegenübersteht von diesen Archons, die waren relativ schnell hinüber, wenn man mit Warframe, wie gesagt, gegen ihn kämpft. Mit dem Operator bzw. mit dem Drifter sah die Sache ja durchaus ein bisschen anders aus. Und Akt 3 wäre eben der Besuch auf der Zerryman 10-0. Mehr oder weniger dieses Riesenschiff, wo wir als Operator damals eben ja unsere Reise mehr oder weniger in dieses ganze Warframe-Universum angefangen haben. Und dazu sage ich aber auch gleich noch was, weil die Devs haben nämlich schon gespoilert, was in Zukunft eben noch an Content diesbezüglich auf uns zukommen wird. Davor sollte ich aber noch was völlig anderes eingehen, nämlich mit dem kommenden größeren Update. Nämlich Update 31.1, Echoes of War. Das übrigens am 9. Februar für alle Plattformen rauskommen wird. Dinge, die wir mit diesem Update erwarten können, werden folgende. Zum Beispiel, dass wir The New War nochmal neu spielen gehen können, wenn wir denn wollten.
Dann soll es Änderungen geben, gerade beim Lich, also bei den Sister auf Paavos. Nämlich dort soll es diverse Änderungen geben, gerade bei dem Erhalt der jeweiligen Waffe. Ja, weil die lassen ja gewisse Waffen fahren, beziehungsweise wir können uns ja entscheiden, ob wir für diese Waffe in den Krieg ziehen, in Anführungsstrichen. Und es wird jetzt so sein, wann wir jetzt einen dieser, wie war es, Progenitors, also diese Maden, wie man sie auch nennt, eben erwischt, wo ja dran steht, welche Waffe wir kriegen würden, sollte dieser Typ eben zu unserem Lich oder das ist auf Paavos eben werden, dann können wir sagen, nö. Dann wird auch dieser für erstmal aus dem Blutpool rausgenommen und wenn wir das nächste Mal so eine Made abmuxen, wird die auf jeden Fall, auf gar keinen Fall sozusagen mehr dabei sein. Und wir können das so lange tun, bis nur noch wahrlich irgendeine Waffe irgendwann übrig bleibt. Wir können, also es wird zwar jedes Mal zufällig natürlich bestimmt, welche Waffe wir kriegen würden, aber mehr oder weniger gibt es jetzt ein K.O.-System. Das heißt, beim Worten, wir werden weniger Zeit damit verbringen, endlos irgendwelche Maden zu farmen, nur damit wir endlich mal vielleicht die Waffe kriegen, die wir haben wollen. Dann wird es neue Augments geben, worauf ich später noch eingehen werde, genau. Und Tenogen wird noch was zu kommen. Um mal gerade hier so ein Bild zu zeigen, das sieht schon mal sehr schmuck aus. Und an der Stelle muss ich auch gerade mal sagen, ist schon interessant, dass gerade die Skins von der Tenogen in der Regel hier und dort einen Tacken besser aussehen als diverse Deluxe-Skins. Aber das ist meine persönliche Meinung gerade mal nur. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal relativ schmuck aus. Zusätzlich wird von der Hyl drin noch ein Deluxe-Skin kommen, den können wir übrigens die ganze Zeit gerade am Bildschirm auch sehen. Und es kommt Stardays wieder. Effektiv eine Ecke, wo wir Ressourcen rausschmeißen gehen können, um gewisse Sachen zu kaufen. Den Shop zeige ich später auch wahrscheinlich nochmal. Und gerade zum neuen Augment sage ich nur eins, nämlich nur für welche Warframes es sind, denn diese ganzen Angaben, was die genau bringen, können sich ja noch ändern und deswegen, wir gucken sie uns dann im Detail an, wenn sie wirklich im Spiel aufschlagen, aber welche Warframes kriegen denn überhaupt Augments, ist vielleicht noch relevant. Yareli soll schon mal einen bekommen, gut. Grendel soll einen bekommen, okay. Gauss soll einen bekommen, also auch Gauss. Und Frost. Somit haben wir also alle vier Warframes hier zusammen, mal kurz genannt. Und wie gesagt, auf die Details, wir gucken sie uns dann an, wenn es wirklich im Spiel ist. Weil, wie gesagt, Deathbild, Angaben, muss man immer mit Vorsicht hier genießen. Viele Leute, die natürlich in der Vergangenheit schon mal Stardays mitgemacht haben, die werden ein bisschen sagen wie, ja, die Farbe kenne ich noch irgendwo her, die Flügel für den Rücken kommen irgendwie bekannt vor und viele von den Waffenblaupausen eigentlich auch, nämlich die Snipetron Blueprint gibt es da und die Ignis Wraith Blueprint. Gerade für neue Spieler ist natürlich die beiden, also gerade der Flammenwerfer ist eigentlich ziemlich nice und der ganze Rest ist unter, kann man mitnehmen, muss man aber nicht unbedingt, beziehungsweise die damals dabei waren, werden unter Umständen sagen, ja, die meisten Sachen, die ich hier sehe, habe ich vielleicht schon. Das wäre zumindest, was am 9. Februar rauskommen soll. Dinge, die aber auch noch in der Zukunft auf uns zukommen werden, sind zum Beispiel, dass wir bei unserem Operator verschiedenfarbige Augen einstellen gehen können. Mhm. Dass wir die neuen Songs, die wir mit dem New War gehört haben, vielleicht auch freischalten gehen können. Vor allem gerade in den Missionen, die wir freigeschalten haben dadurch. Aha. Und dann gäbe es eben noch diverse Optimisierungen, die in Zukunft alles kommen werden. Und im Ernst, das lasse ich jetzt einfach mal alles so stehen, weil dann werde ich mir die Sache angucken, wenn es im Spiel halt auch live ist. Vor allem wichtig ist, dass es vor allem funktioniert, weil ich meine mich sehr zu erinnern, dass das ein oder andere Mal, wo DE sagte, oh, wir haben was optimisiert, lief danach eher schlechter als besser. Aber gut, gucken wir erstmal, wenn es dann soweit ist. Also ergeblich werden halt gerade Metalloptiken würden nochmal überarbeitet und ein paar andere Sachen. Ah, gucken wir mal, wie gesagt, wenn das alles da ist. Und jetzt kommen wir zu Sachen, die in der etwas weiteren Zukunft auf uns zukommen werden. Und da kommen womöglich die interessanteren Sachen bei rum, nämlich Crossplay. Wie sieht es damit aus? Wie weit seid ihr? Wann können wir uns darauf einstellen? Die Antwort ist, wir wissen es noch nicht und mal gucken. Aber es ist bei denen ganz oben auf der Liste. Das nächste große technische, was sie umsetzen wollen, wäre tatsächlich Crossplay. Allerdings können sie uns auf gar keinen Fall in irgendeiner Form ein Datum nennen. Wir müssen also noch länger warten, bis das live geht im Spiel. Schade eigentlich. Dann aber für die Leute gerade, die sagen, na, der New War hat ja auch so ein paar Fragen wieder aufgeworfen, die nicht unbedingt beantwortet sind innerhalb der Questreihe. Dafür kommt das nächste große Update, nämlich Angels of the Zerriman. Ja, mehr oder weniger sind wir wahrscheinlich dann auf diesem gigantischen Schiff unterwegs und wohl werden wir möglich noch das eine oder andere rausfinden, was zum Beispiel unserer Drifter vielleicht so getan hat, wie sie meinten. Hm? Und
Dabei gibt es halt eine neue Quest, die da aufschlagen wird und zwei neue Spielmodi sollen ins Spiel kommen. Dinge, die ich jetzt beinahe vermutet hätte, dass die vielleicht gekommen wären, schon mit dem New War. Aber hey, zumindest haben sie gemeint, dass da auf jeden Fall diesbezüglich was käme. Womöglich tigern wir auch wirklich dann öfter auf der Saariman rum. Da sage ich schon mal, das hört sich schon mal gar nicht mal schlecht an. Das Interessante ist vor allem, weil es Angels of the Saariman heißt, habe ich noch gedacht so, hey, hatte ich nicht irgendwo, wo ich auf der Saariman rumgestiefelt bin, immer gesagt so, hey, die Teile sehen teilweise aus wie Engel, die hier sind. Meine ich mich sehr dran zu erinnern, wo ich das Video damals aufgenommen habe. Ist aber gerade egal, weiter geht es nämlich mit Dingen, die auch noch kommen sollen. So wollen die Eximus-Gegner im Spiel verändern. Vor allem auch deren Mechanik ein bisschen offensichtlicher machen, was die teilweise überhaupt können. Natürlich gibt es genug Eximus, die offensichtlich darstellen, was sie können. Zum Beispiel wie der Kollege, den wir gerade am Bildschirm sehen, der halt eine Frostbubble hinbaut, wo wir einfach draufschießen müssen, bis wir an den Kollegen selber drankommen, inklusive seiner Verbündeten außenrum. Aber da gibt es natürlich auch ein paar andere, die ein bisschen indirekter funktionieren. Und sie wollen also zum einen, dass diese Eximus endlich mal stärker nochmal werden, also auch mal eine Gefahr wieder darstellen. Und zum anderen, dass sie aber auch dann mehr Belohnung fallen lassen. Wo ich sage dann, oh ja, da hört sich gut an. Sofern die Typen nicht direkt unbesiegbar machen, bin ich dafür. Wehe, das ist danach eine Spielmechanik. Und dann kämen wir zu Deluxe Skins, sage ich nur. Valkyrie Deluxe Skin. Ja, das ist jetzt nicht, dass sie dicke Arme gekriegt hat. Das soll quasi so eine Art Pluderjacke quasi sein, aber nur für die Arme. Ja, das soll, ja. Nicht Pluderhose in dem Fall, sondern Pluderarme in dem Fall. Ärmel, ja. Und, obwohl es natürlich ein paar sehr schöne Optiken auch gerade gibt, gerade von hinten, das sieht alles schon sehr nice aus. Auch eine neue Animation wird mit diesen Deluxe-Skin einhergehen. Schon nicht verkehrt. Wobei, wie gesagt, das ist mit diesen stoffgeplusterten Armen, weiß ich jetzt nicht. Auch Grendel wird tatsächlich noch einen Deluxe-Skin kriegen, innerhalb des Februars womöglich sogar noch. Und wenn man genau hinguckt, wird man auch sagen, oh, ich weiß auch warum. Weil es rein zufällig irgendein Land ein größeres Fest feiert, könnte es China sein. Deswegen sieht der Kollege so leicht angehaucht deswegen aus. Es könnte so sein. Dann gibt es noch ein paar Vorschauen darauf, wie der Deluxe-Skin vor allem von Protea aussehen wird später. Hatten sie, glaube ich, irgendwo schon mal als Bild gezeigt. Hier die ersten, ich sag jetzt mal, grob gerenderten Bilder. Sieht okay aus. Ist zwar jetzt nicht unbedingt die Optik von einem Techniker in Anführungsstrichen, aber mein Gott, ne? Sind wir ein bisschen in den barocken Bereich abgedriftet. Und dann gibt es noch einen Deluxe-Skin, nämlich für Saku. In dem Falle ist es aber nur ein Konzeptart erstmal. Und muss sagen, das sieht wild aus, muss ich mal gerade sagen. Absolut wild. Und sie hat doch zwischendurch extra reingezoomt, weil da gäbe es unfassbar viele Details an diesem Deluxe-Skin. Wenn man jetzt eben Saku toll findet, ist vielleicht dieser Deluxe-Skin gar nicht mal vielleicht schlecht. Und noch eine Sache, die auch in Zukunft kommen soll, wir sollen irgendwann mehr fluffiges Haar kriegen, was nicht nur für den Operator und dessen Haar kommen wird, sondern eben auch zum Beispiel für die Cover zum Kubos, damit deren Fell auch mal ein bisschen mehr wie ihr fluffiger aussehen soll. Ja. Und das wäre es von meiner Seite auch schon wieder gewesen. Danke fürs Beispiel und Zuhören. Das war's mit 3 und so viel zum Thema erstmal wieder. Deathstream 159. Wobei, einen Punkt wollte ich vielleicht noch ansprechen. Sofern ich mich nicht völlig verhört habe, hatten sie auch sowas fallen lassen wie: Unter Umständen können wir in Zukunft vielleicht auch nochmal Techno über den Weg laufen. Vielleicht. Mal gucken, was es jetzt, wie gesagt, mit diesem irgendwann aufschlagenden größeren Update ja noch dann geben wird. Mit diesem Angels of the Saariman. Mal gucken, wenn es soweit ist. Wahrscheinlich wird es aber noch diverse Monate in diesem Zusammenhang dauern. Kann ich mir zumindest vorstellen. Und da sie nicht gesagt haben, dass das noch dieses Jahr rauskommen soll, ich werde nicht diesbezüglich die Luft anhalten wollen. Verbleiben wir also erstmal so. Bis dahin also erstmal. Oder ciao.